Linke Politiker bezeichnen es alles Städter, fordern, wir müssen mehr Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen. Sie verstecken die Forderung vordergründig hinter humanitären Floskeln. Dahinter steht aber politisches Kalkül. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Die Schweiz gehört zu den am dichtesten besiedelten Ländern überhaupt. Und die Schweiz hat eine der höchsten Ausländerquoten überhaupt. Wie kann man hier fordern, man solle immer noch mehr Menschen aufnehmen, die sprachlich, kulturell, religiös und gesellschaftlich meilenweit von uns weg sind und die unsere Kriminalitätsstatistik belasten. Trotzdem, wenn zum Beispiel der Fabian Molina oder Mattea Meyer von der SP 10'000 Afghanen aufnehmen. Beide kommen bezeichnenderweise aus Städten. Die Stadt Bern unter dem grünen Stadtpräsident Alec Vograferiet wird auch Afghanen aufnehmen. Ebenfalls der Schweizer Städteverband. Der Balthasar Glättli, wohnhaft in der Stadt Zürich, hat 2015 100'000 Syrer aufnehmen. Sie fragen sich vielleicht, warum um Himmels Willen wollen die Stadtrot-Grünen unbedingt möglichst viele Flüchtlinge. Ist das nur, weil sie so ein gutes Herz und so viel Mitgefühl mit anderen Menschen haben? Meinen die wirklich, es gäbe keine Probleme mit zum Teil hochgradig problematischen Asylsuchenden aus Afghanistan und Syrien, die fast sicher in der Sozialhilfe und einige davon in der Kriminalität landen? Die Haltung der roten und grünen Linken ist berechnet. Sie wissen nämlich genau, dass der Nationalrat und das Kantonsparlament nicht nach der Zahl der Schweizer Bürgerinnen und Bürger, sondern nach der Zahl der Gesamtbevölkerung zusammengesetzt wird. Die Linken in der Stadt wissen auch, dass die Flüchtlinge rasch zu den vorläufig aufgenommen und dann zu den Einwohnern gezählt werden. Und weil sie sich vor allem in der Stadt niederlassen, gibt das eine grössere Bevölkerung und damit mehr Parlamentsmandat und damit mehr politische Macht für die links dominierten Städte. Mit der Personenfreizügigkeit, mit einer möglichst grosszügigen Zuwanderungs- und Ausländerpolitik können sie die politische Mehrheit in der Schweiz zugunsten der Städte und zum Schaden des Aglo und Land umkehren. Nehmen wir das Beispiel vom Kanton Zürich. Dort sind Mandate für Kantonsrat bis 1989 nach Anzahl Schweizer zugeteilt worden. Auf Verlangen der Städte ist das dann geändert worden. Seither werden Kantonsratsmandate nach Anzahl der Gesamtbevölkerung zugeteilt. Was der linken Städte, Zürich und Winterthur, natürlich wesentlich mehr Mandate einträgt. Denken Sie daran, wenn die linken Städter das nächste Mal noch mehr Flüchtlinge riefen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Video der Woche. Schauen Sie anhand von dem Wahlvideo der deutschen Grünen, was auch uns winken könnte, wenn es mit der allgemeinen Verblödung so weitergeht. Ein schöner Land in dieser Zeit. Es regt sich Aufbruch weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen. In dieser Zeit müssen unsere Erde warm. Fürs Leben wird es hier zu warm. Kämpfen fürs Klima, Kurzstreckenflieger und meine Farm. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen trotz dem musikalischen und politischen Unglücksfall eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, in den Sümpfen von Bern. Auf Wiedersehen.